Danke. Und scheiße, es ist ein komischer Angriff, nicht, ob ich in der Bewegung einsetzen kann. Und überhaupt, wenn man zu weit wegschickt, dann ist auch blöd. Alles scheiße. Du bist nicht eingesperrt, das ist ja sehr großartig. So. Wie sieht's hier aus? Brauch nochmal ein paar Bogenschützen. Für hier. So. Ja, läuft. Dann kommen halt die ganzen Untoten immer her, aus dieser Undead Lair wahrscheinlich, ne? Ich meine, ich finde es ja ganz nett, dass sie einem ein bisschen Erfahrung schenken ab und zu. Und hier, wenn die Türme da sind oder Bogenschützen hinter sind, dann hält das auch, ja. Aber hätte mal jemand im Vorfeld sagen müssen, dass da Untote sind, dann hätte ich mich ein bisschen anders auf die Karte, eingestellt. Na. Jetzt schießt du mal den komischen Vogel ab. Ach, der ist resistent gegen elektrischen Schaden. Anscheinend gibt es aber noch mehr Undead Lairs, weil hier irgendwie von der anderen Seite kommen auch ständig irgendwelche Untoten. Aber es ist natürlich fair, dass bei ihm gibt es auch ein Undead Lair, aber die gehen nicht zu ihm, sondern die gehen zu mir. Es ist so, ne? Es ist so geplant. So. Hier auch mal noch einen Turm hin. Und da auch. Und dann hält das Ding da irgendwie schon. Ja, die paar Typen mache ich mir keine Sorgen. Kann natürlich meine Steinmine kaputt machen. Ist ihm freigestellt, das zu tun. So. Gut, brauche ich noch irgendwas? Your buildings are under attack. Brauche ich noch irgendwas? Wyverns vielleicht, ne? Dragon Knight Upgrades, ja, vielleicht schon eher. Und das. So, noch ein Turm. Ich glaube, wir haben genug Türme jetzt hier, oder? Ich baue einen vielleicht hier oben noch hin. Einfach nur so aus Sicherheit. So. Ihr geht jetzt hier im Süden mit verteidigen. Und der Held plus eventuell aufkommende Armeen sammeln sich dann im Norden. Immer. Ja, wehrt euch ruhig nicht gegen die Untoten. Keine Ahnung, was da mit der KI schon wieder kaputt ist. Ach, wir werden angegriffen von irgendwelchen Untoten, ist egal. Hauptsache, wir machen die Mine kaputt. Ist viel wichtiger. Ich meine, unter gewisser Hinsicht, die Mine produziert Rohstoffe für mich und ich bin vielleicht langfristig gesehen der schlimmere Feind als die Untoten, aber ich meine, er könnte die relativ gepflegt einfach umbringen und dann hätte er das Problem nicht. Naja. So, gehst auch mit dahin. Oder brauche ich noch was? Kann man noch einen Heiler bauen, wenn ich schon mal dabei bin. Aber dann noch ein Tower und dann kannst du auf jeden Fall zu deinen Kollegen gehen. Wieso? Wieso? Stehen so viele Fernkämpfer davor. Natürlich müssen sie ausgerechnet auf die Wispies losgehen. So eine Assis. Ich sehe schon, ich muss hier noch einen Turm hinstellen. Huch. Oh, der Eagle War.
So, weg damit. Danke. T5, ja. Huhu, yay. Huzza. Und sowas. Ich glaube, ich könnte auch tatsächlich vielleicht noch ein paar mehr Bäume bauen. Naja, gleich vielleicht. So. Ja, der Adlersicht ist blitzresistent, ich weiß, ich weiß. So. Feuerpfeile brauchen wir, glaube ich, immer noch. Und dann sieht es eigentlich schon gar nicht mal schlecht aus. So. Ist fertig. Ja, vergiss das mit dem da unten hinlaufen. Ich brauche noch mal ein paar Bäume. Ich glaube, ich kann mir durchaus Produktion aus mehr als 2 Bäumen leisten, bei den vielen Rohstoffvorkommen, die es hier auf der Karte gibt. Könnte ich zumindest noch einen Baum irgendwie Dragon Knights produzieren lassen. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Der zum Beispiel. So, und dann warten wir kurz, bis die Armee aufgebaut ist. Ich werde natürlich noch irgendwann die Undead Lair ausschalten, aber noch nicht. Wieso habe ich eigentlich so viele Lebenspunkte? Na gut, das bringt mir 20 Lebenspunkte immerhin. Trotzdem nicht so ganz überzeugt von dem Orb. So. Was haben wir eigentlich hier? Eis ist... 2 hat jetzt 76%. Und 3 hat 26%. Way. Ich glaube, Hand of Ice macht bei Level 3 tatsächlich auch mehr Schaden. Was nicht schlecht ist. Mehr Schaden ist ja nicht schlimm, ne? Ist ja nicht was, wo man sagen würde, oh, nö, nehme ich nicht, nö. Lass mal stecken. So, ihr könnt euch mal da zum Beispiel hinstellen. Könnt euch von den Untoten umbringen lassen, die vom Norden her immer kommen. Hahaha. Ha, ha. So. Da sind die Nagelwürfe schon wieder tot und die Wisps werden als nächstes sterben. Ja, nee, ist klar. Scheißhunde. Geht auch mal die Türme los. Die Türme sind viel gefährlicher. Hab ich gehört. Ich dachte eigentlich, ich hätte hier übertrieben viele Türme stehen, aber der Gegner beweist mir immer wieder das Gegenteil. Interessant. Dann brauche ich, glaube ich, einfach noch mehr. Ne? Wenn übertrieben nicht übertrieben genug ist, dann macht das nächste, ne? Weiß nicht, wie ich das dann nenne. Ich nenne das dann Madness. Genau, Madness ist, glaube ich, ein guter Name dafür. Eine Madness-Anzahl an Türmen. Oder ich könnte es auch einfach lächerlich groß nennen. Aber im Feuerfall, sehr gut. Dann können wir gleich mal die Undead Lair da oben ausschalten. So, Kinder, kommen wir mit. Ich glaube, da kommen die Türme mit allein zurecht mit den paar. Schießen, danke. So. So, Feuer. Na, das Ding da. Danke.
Wir sehen da oben. Danke. Tja, ich hatte mir das eigentlich verlustfrei vorgestellt. Hab damit gerechnet, dass einer stirbt, aber nicht zwei. Egal. Wo die herkommen, kommen noch mehr her. Sorry. Defense Lore. Ne, brauche ich nicht. Okay. Können einmal den Shop hier besuchen. Um das gleich zu verkaufen. Oder schauen, ob es vielleicht interessante neue Sachen dazu kaufen gibt oder sowas. Man weiß es ja nicht. So. Da gibt es auch Nagerstiefel. Interessant. Nee, ich wollte da nicht verkaufen. Kann ich nicht. Dann nicht. Ach, der kann man nur kaufen. Entschuldigung. Ein Fehler. Ich sollte Text zu Ende lesen. Lunarion. Kannst auch mal wieder uns mit deiner Anwesenheit beehren, falls das noch rechtzeitig was wird, bevor der Gegner irgendwie stirbt. So. Sammelt euch mal am besten hier oben. Da müssen die einmal hier um die Mine rumlaufen, um zu euch hinzukommen. Und ihr könnt trotzdem auf die schießen, wenn die hier unten schon lang gehen. Das ist, glaube ich, eine gute Position zum Halten. Das ist eine gute Position zu halten. Ja. Zu sterben? Nein. So. Zum Sterben ist das keine gute Position, hoffe ich mal. Da habe ich einfach kein Interesse daran, auf gute Positionen zum Sterben. So. Ich werde mal noch ein paar Wellenmundis abwarten. Tut mir leid. Auch wenn das immer nicht so besonders spannend ist, dafür geht es dann danach so ein bisschen schneller. Wahrscheinlich könnte ich mit den 8, 10 Mundis sind das mittlerweile, könnte ich wahrscheinlich auch schon einiges an Schaden anrichten, aber so, die... Ja, die werden halt immer effektiver, je mehr dann noch sind, sodass sie halt mit ihren Mehrfachschuss immer mehr gleich bei der ersten Salve schon ausschalten. Weil die sind halt relativ fragil, so verglichen mit anderen hochtechnisierten Einheiten sind Mondwächter halt relativ fragil. Aber wenn da genug von da sind, dann schalten die halt einfach mal den Gegner komplett aus, bevor der überhaupt eine Möglichkeit hat, irgendwas zu machen. Aber da brauchen wir halt erst so eine gewisse Mindestanzahl, vorher sind die halt nicht so geil. So. Hier hin. Kannst mal hier im Schrein gucken, ob da irgendwas ist. Eine Gruppe von 5 jungen Rittern haben ihren Anführer verloren. Wenn ihr euren Wert zeigt durch den Zerstören von 4 Gebäuden, dann schließen sie euch an. Na gut. Gebäude zerstören klingt nach einer Aufgabe für uns. Wir werden aber erstmal hier die Undead leer suchen, bevor wir uns an die zerstörende gegnerische Basis machen. Müsste hier oben irgendwo sein. Würde mich zumindest wundern, wenn die nicht hier oben wäre. So aus Symmetriegründen müsste das hier irgendwo oben sein. Da zum Beispiel. So, weitergehen. Hier sind auch noch Minen, okay. Da sind die. Gut, dann würde ich mal sagen, nein, Meets, don't. Ach, dummes Meets. Schieß doch mal, danke. War jetzt nicht so schwer, ich weiß nicht, wieso ihr da noch weiter vorstürmen musstet immer wieder. Egal, so. Was haben wir denn hier? Ach, das, die Rüstung kenne ich irgendwo her. So, hier nach unten. Gut, dann geht es jetzt aber gleich in Richtung Basis. Da unten hinten so eine Mine. Aber weil hier schon so Anfänger einer Basis stehen, wäre ich dafür, einfach die Basis zu zerstören, oder? Weil ich könnte jetzt die Minen wegnehmen, noch ein bisschen was aufbauen und dann die Basis zerstören, aber... Nee,
Wahrscheinlich ist es doch keine so gute Position, weil die nicht so eine hohe Reichweite haben. Müsste ich vielleicht mal doch hier hinstellen. So. Alles da? So, weiter. So, Feuer. Erst machen wir eure Camps kaputt. Dann eure Festung. Und dann eure Wachtürme. Wahrscheinlich machen wir vorher die Wachtürme kaputt, bevor wir die Festung kaputt machen. So, weg damit. Ach, hast du die Mine in Ruhe? Egal. Wie, du hast aufgegeben. Das, nein, ich will die Aufgabe abschließen. Nein, 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 nein. Verdammt. Ich dachte, wäre irgendwo noch mehr von der Basis und dass er nicht einfach so aufgibt. Ach, gemeiner Hund. So, komm, 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 lauf zum Schrein, Mietz. Ach, Mist, funktioniert nicht. Schade. Gut, wir kriegen 100 Kronen für diesen großartigen Heldenakt. Ja, dann würde ich mal sagen, Hundi, Wispy, Hundi. Ich könnte fast schon überlegen, ob ich nicht auf den Wisp verzichte. Ich meine, wenn ich eine Karte erwische, wo ich von Anfang an wenig Rohstoffe habe, ist der Wisp natürlich sehr wertvoll, weil der meine Anfangswirtschaft halt sehr stark beschleunigt. Aber drei Mondis hätte natürlich auch was. Egal. Ich muss erstmal mit zweien. So. Können wir gegen Ritter noch verteidigen? Nee, gegen Untote. Ich will aber nicht gegen Untote verteidigen. Vergiss es. Sucht euch jemand anderen für eure Scheißjobs. So. Jetzt konnte ich noch hier ins Trarg gehen. Weiß noch nicht, wie sehr das für diplomatische Verstimmungen sorgt, wenn ich denen hier helfe. Oder wenn ich denen hier helfe gegen das Empire. Ich glaube, ich werde es einfach mal versuchen, weil die Knights wären natürlich auch wertvoll. Tja. Bisschen blöd. Ich glaube, ich gehe mal noch nach Trag. Hallo? Gut, die sind neutral. Dann geht es hier nach Sur. Das ist einst eine mächtige Zwergenzitadelle. Dann wurde es auch von den Hochelfen eingenommen. Jetzt wird es von Untoten regiert. Was? Ja. Gut. Egal. Keine Ahnung, was da genau los ist. Aber das finden wir, glaube ich, in der nächsten Folge raus. Ich danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.